Ja, moin. Wir spielen Rogue Tauber wieder. Und wir spielen Single Defense mit March of the Monsters. Was das heißt, erkläre ich euch dann, wenn es dazu kommt. Ne? Es gab diverse Updates. Und wir fangen an mit 1, 2 Ballisten. Ne? Ganz klassisch. Der Gegner kommt, wir schießen es ab. Wir dürfen Sachen auswählen. Was wollen wir? Das brauchen wir erstmal nicht. Es gibt übrigens auch Bäume, die wir fällen können später, aber hey. Den Frostkeep will ich haben und wir dürfen 2 Sachen auswählen. Das ist schon mal der erste. Der erste. Und wenn wir Mana haben, mit den Frostkeeps machen wir auch... Obwohl, nee. Banditry. Nehmen wir Banditry. Und jetzt kommt das Lustige. Wir wählen eine Karte für die Monster aus. Ich finde, die Monster kriegen etwas mehr Health. So, die könnte ich runter shoppen für ein bisschen Geld. Desto länger der stehen bleibt, desto mehr Geld bringt er aber auch. Jetzt bringt er schon mal 4. Ne, und so weiter. Ne, ihr kennt das ja, wir kriegen extra Geld, wenn Sachen neben unseren Dingern stehen. Eine Mana Bank. Verdammt nice. Kritchens, nice. Das ist Long Run technisch natürlich super nice, dass die Bäume Sachen droppen. Nimm wir mit. Und plus 1 Damage auf den Frostkeep. Monsters droppen ein weniger Gold. Ja, ist okay, weil wir haben relativ viel Gold. Na, wir müssen mal gucken, wo wir vielleicht unsere Tower jetzt hinsetzen. Ne, aber noch sollte das kein Problem sein. Sagt er, ich habe vergessen, dass die so super langsam schießen. Ne? Ich habe einfach 6 HP verloren. Ja. Gut. Frostkeeps bekommen Bleed Damage. Nice. Wir gehen auf die Turmtürme. Monsters bekommen ein bisschen mehr Move Speed. So, und ich werde auch anfangen. Der Slowrider ist richtig nice bei dem. Warte, wie viel verbraucht der an Mana? 2 die Sekunde. Ach. Das ist actually einiges. Ich pflanze hier etwas mehr hin. Bei einem Tower nur? Serious? Ne, noch kostet dir nichts. So, die sollten jetzt hier hoffentlich auch gut Damage kriegen. Ja, es regnet Geld. Meine Freunde. Banditry 2. Nehmen wir mit, wir sind ja eh im Arsch. Max Bleed. Ja, brauchen wir erstmal nicht. Wir gehen aber durchaus auf den Schredderer und können dann Max Bleed anwenden. Weniger Slow ist... Nee, lass den mal ruhig Schild gönnen. Die können hier einen Frostkeep haben und hier einen Schredderer hier runter. Hört sich gut an. Ja, nice. Nice. Ja, aber den sollten meine Boys doch jetzt hier wegkriegen, ne? Wir sind noch nicht Level 2. So, die haben extra HP, extra Schilde. Das heißt, Banditry 3. Ja. Komm. Er bietet es mir die ganze Zeit an. Ich nehme die Mana Bank. Ich nehme auch gerne lieber extra Health. Die Frage ist, zählt das? Nee. So, warte mal, ich habe 2 Frost Tower, die machen 2 jeweils selber. Boah. So, dann haben wir hier etwas. Die sind natürlich arschteuer. Reicht, wenn wir auf 4 Mana bleiben. So, bauen wir lieber hier Ballisten hin. Und gehen ein bisschen Multiplier. Auf Armor und Schild, deren Base Damage geht nämlich sowieso mit hoch.
Ah ja, Netlimiter, moin, wie geht's dir? Expanden wir weiter mal nach links. Ach du Scheiße. 36 Gold. Also wir haben hier ein Reservoir an Geld. Level up und die hier selber, das ist nice. So. Mehr Damage auf meinen Frost Keeps. Poison Damage. Flamethrower. Flamethrower ist fucking nice, weil wir bekommen langsam Armor-Gegner, natürlich. Ja, komm, wir können uns einmal fangen können. So, das heißt aber auch. Ja, eigentlich welche. Ich spare mal ein bisschen Geld. Ich brauche nämlich ja noch etwas für. Alter, fährt das Ding weit. Ne, weil die verbrauchen natürlich Mana, die Viecher. Und Mana habe ich gerade nicht. Die verbrauchen so viel Mana, wie ich gerade reinbekomme. Da müssen wir bald mal umdenken. Ne, aber für den Moment reicht das. So. Repair and increases Tower Monk's health by mining from Iron Ruins. Nehmen wir das doch mal. Extra Damage auf Armor nehme ich erstmal mit. Bleiben wir bei Health. Health kann ich immer. Also, ich finde, Health kann ich immer easy irgendwie mehr gönnen. Ja, wenn ich hierhin expande, kann ich nämlich im Zweifel auch noch hier reinschießen. So, der macht jetzt nicht sonderlich viel Damage gegen Health, aber gegen Armor natürlich. Und das ist nice schon mal jetzt zu haben als Vorbereitung. Und ich kann hier jetzt auch Ballisten noch hinpflanzen. Die dann natürlich ordentlich was machen. So. All Frame Flow Stream, 50% Burn. Mehr Burn hört sich gut an. Mana Siphon ist gut, weil der ist deutlich günstiger. Erstmal bauen wir eine Mine. Place a mine next to this resources in order to gather from it. Not enough gold. Okay, wir Mana Siphon trotzdem hier, weil der bringt ein Mana die Sekunde. Na und jetzt seht ihr hier, die haben relativ viel Armor. Aber wenn der Flamethrower raufgeht, verlieren die auch recht schnell die Armor wieder. Und ohne Armor macht die Säge natürlich allen sehr viel Damage. Schön. So, wir bekommen jetzt etwas Mana dazu. Das reicht aber noch nicht ganz, aber hey. Mine. Okay, das ist nett. Das habe ich ab und zu, kriege ich ein bisschen mehr HP. Nice. So. All towers gain crit chance equal to their level but lose one base damage. Ja, aber crit chance ist ja nice. So. Oh, jetzt ist die Frage, ob wir schon auf. Nee, wir gehen einfach. Wir rüsten einfach unsere Dings auf. Increase Monsters Maximum Haste bei. Nee, dann lieber ein bisschen mehr Move Speed. So, hier hinten will ich erstmal nicht weitermachen. Ich guck mal, dass ich hier weitermache. Was sagen unsere Dinger eigentlich? 100 Gold. Also wenn wir das hier runter machen, also. Holla die Waldfee. Ich pflanze auch mal ein paar Minen. Kosten natürlich etwas, aber. Wie ihr seht, habe ich verdammt viele HP. Das heißt, ich habe jetzt wieder 10 HP. So. Ich bin quasi wieder da, wo ich gestartet habe.
So. Encampment sind natürlich nice. Mehr Bleed ist fucking nice. Ja, wegen meiner. Ist aber auch teuer. Ist aber auch teuer. So. Ich will auch Mana Siphons haben. So, dann habe ich erstmal Mana etwas. Dann kann sich das mal aufbauen hier. So, das könnte problematisch werden. Die nehmen ganz gut Damage, aber nicht genug. Nicht genug. Na, bisschen überreagiert, ne? Noch kriegt er viel Damage. Ja. Aber wenn ich den hier hinsetze, trifft er relativ viel. So, hier. Übrigens soll der ein anderes Target haben. Most Armor. Prozent Mana Rack ist langsam nice. Mehr Landmines. Mehr Move Speed. So, und er soll von Most Armor zu Least Armor. Zu wegen meiner Least Health. Das kopieren wir mal auf den Jungen rauf. So, euch geht's gut eigentlich hier. Sehr, sehr ein solider Backbone hier einfach von unserer Damage Party. Der hier kann durchaus nochmal etwas mehr Armor Damage haben. Ne, sollten wir jetzt auch hier sehen. Ja, so will ich das nämlich haben. Die Armor muss weg. Schön. Hier auch. Wunderbar. Wunderbärchen. So läuft das nämlich ganz nice hier. Damit können wir arbeiten. So, und das Ding legt jetzt einfach hier überall Minen hin. Verdammt nochmal. Das heißt, wenn doch nochmal jemand hier hinkommt, dann kriegt er einfach Minen in die Fresse. So, mehr Bleed pro Sekunde, nice. Ja, bei Mana Game brauchen wir jetzt nicht. Mehr, ja, Ballista Upgrades, verschieben wir nochmal ein paar. Monsters drop less Geld. Ist aber okay, weil 10% mehr Health möchte ich nicht haben. Guck mal, 24% Chance, dass er Karten droppt. Guck mal, den will ich weg haben, weil das ist eigentlich der perfekte Ort für den Frostkeep. Obwohl da auch. Es sind überall gute Orte. Nur komme ich nirgends ran. Ja, ihr schießt einfach weiter. Schafft das schon. Was haben die hier überhaupt für ein Level? Da ist okay. Der wäre eigentlich schlauer darauf gewesen. So im Nachhinein wahrscheinlich. Die Ballisten hier machen guten Damage. Das muss ich ein bisschen im Auge behalten, wie viel die machen. Ja, nicht allzu viel. Aber damit kann man arbeiten. So, er legt Vitamin. Er hat 6% Crit Rate. 10%. Brauchen wir ein bisschen mehr Crit Rate natürlich irgendwie mal, aber hey. So. Mehr
Mehr Damage to Shield ist nice für später. Da brauche ich den Poison Spray noch nicht so schnell. Extra Damage to Armor. Nee, machen wir hier extra Damage to Health. Mehr Haste. Move Speed plus 1 ist ja nichts, ne? Hier ist jetzt auch nicht viel los, aber ich finde, wir können den schon mal hier hinten Hallo sagen, oder? So, das können wir durchaus machen. Ja, das gefällt mir hier noch nicht. Bisschen mehr Armor Damage. Ich will nicht, dass sie hier überleben. So. Eine Liste hier, die dürfen natürlich auch mehr arbeiten. Mortars? Maybe? Maybe? Mehr Damage zu Armor? Tesla Coil. Behalte ich mal im Hinterkopf. Weniger slow, damit kann ich leben. So, expanden wir mal. Denn die Idee der Tesla Coil hier drauf. Ja? Und dann geben wir der einfach krasse Upgrades. Auf Level 10 bei Health und Armor. Und dann ins Shield rein natürlich. Der schießt bis da hinten hin. Nice. Nice. Chili nice. Ugi, ja gut, der hat nur Health. Das dürfte kein Problem sein, hoffe ich. Ja, hier hittet der Slow. Ja. Da bin ich doch confident. Der macht viel Damage hier hinten. Hier kann ich im Zweifel noch HP-Damage drauf spammen, ne? Ja, nur zur Sicherheit, nur zur Sicherheit, nur zur Sicherheit. Text against bleeding enemies have crit. Poison damage for keeps. Why not? Slow. Nice. Oder das. Oder das. Nehmen wir lieber Lifesteal mit. Jo. Fortified Viecher dürfen durchaus mehr Shit machen. Mehr Damage to Armor, mehr Damage to Shields. So. So. Ich weiß noch nicht, was mir hier gefällt und was mir noch nicht gefällt. Deswegen gucken wir mal, was jetzt passiert. Schilde kommen ins Spiel. Das heißt, ich will auch möglichst früh dagegen vorgehen. Tesla Coils und Schnee sind generell gut gegen Schilde, normalerweise. Brauchen vielleicht noch ein paar Upgrades. Ne? Und Poison ist natürlich auch gut gegen Schilde. Okay, aber dann ist hier klar, dass wir Shield Damage brauchen. Und zwar einiges. So. Damage to Shields. Warum nicht? Oder ein Poison Sprayer. Nee, nehmen wir erstmal Damage to Shields mit. Mehr Mana saven. Warum nicht? Mehr Shields. Ist jetzt kontraproduktiv.
wenn wir Angst vor Schilden haben, aber hey. So, und hier droppe ich mal ein paar Damage to Shields. Droppe ich noch ein paar Bäume. Für Money. Dafür, dass sie eine 30%ige Chance hat. Ne? Droppt ihr echt selten eine Truhe. Ah, obwohl, jetzt habt ihr es wieder wett gemacht. Nice, extra Shield Damage. Ja, da hinten kann ich es nutzen, aber nee. Mehr Range, we take it. Crit Chance. Gut. Das war ein guter Deal. Das war ein guter Deal. So, und ich finde, hier dürften wir aber noch... Oder? Ein Frostkeep. Das macht 200. Ja, das hat einfach mehr Crit-Chance, ne? Also praktisch ist ein Frostkeep ja einfach besser. Wenn ich dem Schild-Damage reindrücke, oder nicht? Oder sehe ich das falsch? So, hier ist ein Haus, da kommen ein paar Listen drum. Und die kriegen Upgrades. So, wo fährst du lang? Du fährst nach rechts. Wenn der hier abschottet, ist das nice. Dann haben wir einen Weg schon mal fertig. So, wie sieht es hier eigentlich aus? Eine Bloodless Mary. Ich dachte, das ist eine Bloody Mary. Egal. So, Shield Damage hier hinten ist fein. Hier habe ich ein bisschen Angst. Na, obwohl, jetzt ist ihr Schild weg. War okay. Nicht mal eine Kiste kriege ich dafür. Wow. All towers gain 1 damage to shields. We take it. Poison damage. Oder damage to shields. Oder maximal burn rate. Ah, alles gut, wenn ihr die burn rate. Ah, weniger slow it is, I guess. Ja, der ist hier abgeschlossen. Nice. Nein. So, die machen hier ihr Ding. Ne, weil es nicht viel ist, aber machen ihr Ding. Oder was ist die Range? Die Range ist eigentlich ganz gut hier, ne? Na. Geben wir den ein paar Upgrades mit. Lass uns mal ein bisschen nach Upgrades fokussieren jetzt. Weil ich glaube, dadurch haben wir aktuell mehr. Oder davon haben wir aktuell mehr. Als neue Tower zu bauen. Auch hier können wir durchaus noch ein, zwei Mal auf den Schildmultiplier gehen. Ja, ist okay. Mehr Damage, ja. Ballista Steel Poison Damage. Nice. Mehr Haste. Jo, warum nicht? So, wenn ich hier hin expande, kann ich relativ sinnvoll hier Sachen hin platzieren. Das Ding ist jetzt nicht sinnvoll, ne? Obwohl... Damage ist fine. Aber der fängt immer erst an, am Anfang was zu legen, ne? Ja, praktisch ist der damit useless. Ich sehe gerade. Meinem Mana ging es kurz nicht gut. Jetzt geht's ihm aber wieder gut.
Okay. Drei Damage zu Health. Oh, natürlich. Natürlich, wir sind auch wieder full life. Mehr Ray. Nope. Das hier lieber. Mehr Damage auf Schild. Und Crit Range. Das ist aber auch actually nice. Weniger slow. We take it, we take it, we take it. Guck mal, wenn ich hier reingehe, kann ich hier krasse Ballisten platzieren. Die auch später bei der Verteidigung noch relevant sind. Oh, sind okay, ja, tatsächlich vom Damage her. Auf Schilde halt nicht wirklich, ne? Ja, die Poison zwar alles so ein bisschen, aber. Ja, er ist natürlich der MVP hier, was Schilde angeht. Hinten auch. Schredderer sind mir leider ein bisschen zu teuer. Aber was ich machen kann, ist, ich kann den upgraden. So, ist der auch besser. Hier noch ein bisschen Schilddamage rein. Armor kommt hier ja nicht wirklich an, ne? Gehe ich mal lieber auf Health Damage hier bei dem hier. Damage to Armor? Damage to Health. Nee, machen wir einfach. Geben wir alle. All Towers gain 1 Damage to Health. Das ist einfach gut für alle. Increase Maximum Slow by 10. Wir haben es um. Minus 40 schon. Uff. Nee, dann gib uns lieber mehr Mana. Fortified, whatever. Und hier haben wir es beendet. Das heißt, hier hinter setzen wir einen Flamethrower. Wenn mal was sterben würde. So. Weil das Geile ist ja, wenn wir die Armor schon schreddern, bevor irgendwas hier hinten ankommt. Super nice. Ne, und er kann im Zweifel hier hinten noch was hinschieben. I guess. Wenn er nochmal möchte. Ne, das ist ja das Nice, wenn wir das Ende schon mal haben. Okay. Jetzt bin ich etwas zuversichtlicher. Ja, hier weiß ich noch nicht, wie gut ich das finde. Müssen wir mal im Auge behalten. Das Ding hier ist halt ein reiner Waste, aber gut. Das ist nice. Er hat sich teleportiert. Dieser Bastard. Aber er hat sich halt in die. Er hat sich halt in die. Die teleportieren sich halt in die Bomben rein, so. So, Maximum Burn hoch. Solid Freezen. Don't mind if I do. Bisschen mehr Armor kann jetzt nicht schaden, weil wir hier einfach unseren Armor-Schredderer auf Doom haben. So, lass mich mal den Baum hier wegnehmen. Das heißt, die hier dürften keine Armor mehr haben. Die hier. Da habe ich jetzt natürlich Geld rein investiert. Aber. Pass mal ob. Pass mal ob. Was ist, wenn wir denen direkt hier vorne schon sagen? Moin, eure Armor.
Ist uns egal. Guck mal. Wäsch mir damit. Alter, macht der viel Damage auf Armor. Der macht sogar decent Damage auf Schilden. So. Hier war ja eigentlich immer alles okay, ne? Vielleicht mache ich hier noch einen Tesla hin, aber die schießen mir so langsam. Brauche ich den Flamethrower hier überhaupt noch? Praktisch nicht. Praktisch kann ich den rausnehmen. Eine normale Balliste. Die ein bisschen auf Shield trimmen. Aufs Shield. Ne, warum nicht? So, aktuell sieht alles fein aus. Aktuell muss ich nichts groß verbessern. Mana siphen wir das noch, weil steht gerade da. Benutzen wir unsere Minen noch, die wir hier rumstehen haben. So. Slow. Mehr Range ist halt immer noch. Also mehr Range ist stupid gut auf den Dingern. Mehr Solid Freezen. Ja, bitte. Fortify Monster Reduce Incoming Base Damage Further. Ja, scheißegal. Scheißegal. Definitely not an Orc. Ah ja. Tu das. Hier ist halt Health Damage ganz gut. Health Damage, glaube ich, habe ich hier hinten gar nicht groß. Habe ich mit dem aber im Zweifel. Und zwar auch nicht so wenig. Ja, Health. Okay, vielleicht will ich hier noch ein, zwei Schildmultiplier reinhaben. Ja, der Junge hat aber... Also wenn der trifft, dann tut's aber auch weh. Zack, Solid gefreezed. Solid gefreezed. Das ist nice. Also das Solid Freezen ist OP. So, hier. Kopiere ich das. Paste das, paste das, paste das. Jete die alle auf 15 hoch für Schild Damage. Ja, warum nicht auch die noch? Na, dann passt das. So, die kriegen auch noch ein, zwei Level. Crit Chance. Jo, we'll take it. Mehr Slow. Also Mana Strayer, Poison Strayer brauche ich jetzt gar nicht mehr, weil das Schild erstmal kein Problem ist. Mehr Bleed. Monsters dürfen ruhig auch Armor kriegen. Das Ding geht wahrscheinlich noch etwas länger. So, aber guck mal, was die jetzt hier... Die dezimieren die Schilde doch. Also, guckt es euch an. So. Und die hier... Die können halt actually einfach auf Health gehen. So, und alles, was hier ankommt, ist basically tot. So, und hier unten, das ist ein Feuerturm, ein Tesla und ein Ding. Und die wehren fast alles ab. Excuse me. Das ist doch nicht mehr normal. Also erstmal ehrlich. Na, es kommt doch einiges an. Okay. Okay, okay, ja. Der ist der Bad Range. Also. Weed. So. Populate auch hier nochmal. So, die Häuser, die hier rumstehen. Dann kriege ich auch ein bisschen extra HP. Geld. 50 Gold. So, einfach so.
Ich habe mehr Range, ne? Es ist dumm, aber es ist einfach gut. Ja. Ein bisschen mehr Move Speed können wir uns gönnen. Der hat viel Schild. Der auch, aber... Look who it is. Schild Destroying Ballistas. Ja, mehr oder weniger. Priority, most shield, least shield, progress, copy. So. Paste. So, hier habe ich ein bisschen Angst jetzt. Ich weiß nicht, wie viel Damage wir hier wirklich machen noch. Boah, aber die Blizzards. Die haben ja hier ein riesiges Überschneidungsfeld, ne? Das Problem ist, das Ding spawnt Sachen gleich noch. Uff. Also der wird reinrennen. Der wird reinrennen. Zu spät reagiert. Zu spät reagiert. Wow. Da hätte ich doch noch ein paar Bäume fällen müssen. Aber, was wir da machen können, ist... neue Türme. Und zwar gibt es den Vampirturm. Uses mana to damage enemies in a large area who dare to approach Shut's Lair. Cannon. Pierces. Nice. Monument. Uses mana to summon a spiritual sword that relentlessly pursues and attacks an enemy. Hört sich nett an? Fangen wir damit an. Zack, zack. So, schon mal ein paar Upgrade. Ne? So. Kann ich hier links noch was kaufen? Ja, komm. Increase Tower Hitpoints by 1. Nice. Gut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Rogue Tower. Bye bye.